Hallo und herzlich willkommen zu Live on Tape zum 14. Görsko Movie Festival hier im Pott 25. Sie sehen hier ganz links Ruth Hutter, die künstlerische Leitung von Görsko Movie. Mein Name ist Katrin Lemmle, ich bin die Projektleitung. 2018 haben uns 70 Filme erreicht. Daran beteiligt waren 187 Filmemacherinnen. 60 davon haben wir ausgewählt und während des Kurzfilmfestivals 2018 präsentiert. Die 12- bis 17-Jährigen hatten 28 Filme mit 111 beteiligten Filmemacherinnen. In der Kategorie der 18- bis 27-Jährigen hatten wir eine Einreichung von 42 Filmen mit 76 Filmemacherinnen. Dieses Projekt, dieses Festival wäre nicht möglich ohne Institutionen, die uns unterstützen. Allen voran unsere Träger, das ist zum einen der Stadtjugendring Mannheim und das Jugendkulturzentrum Forum sowie die Stadt Mannheim Fachbereich Kinder, Jugend und Familie, Jugendamt sowie die Jugendförderung Sachgebiet Kinder- und Jugendbildung. Unseren Hauptförderern gilt ein ganz großer spezieller Dank, das ist die Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg, die Stiftung Medienkompetenzforum Südwest, die Filmförderung Baden-Württemberg sowie das Kindermedienland. Außerdem das Kulturamt der Stadt Mannheim, Zonta und natürlich unsere vielfältigen Kooperationspartner, die das Projekt unterstützen. Ein ganz besonderer Dank gilt heute natürlich dem Pott 25 dafür, dass wir hier in diesen schönen Räumlichkeiten zu Gast sein können, sowie dem offenen Kanal Ludwigshafen, der die ganze Aufnahme macht und die Übertragung, die Sendung ermöglicht. So, vielen Dank, liebe Katrin. Wir haben heute Abend zwei Filmemacherinnen eingeladen mit sehr unterschiedlichen Filmen. Und das ist zum einen die Julie Döring hier und die Rebecca Lüdecke. Die ist mit den anderen Filmemacherinnen da, nämlich der Sophia Hartmann und der Saskia Heinze. Die sitzen hier im Publikum. Und wir haben euch eingeladen, weil ihr tolle Filme gemacht habt und weil ihr interessante Themen habt. Und da möchten wir jetzt mal mit der Julie beginnen. Ihr habt einen Film gemacht im Sommerferiencamp und da warst du nicht alleine, ihr wart zu siebt. Siebt? Nämlich, ich sag mal noch kurz die Namen, die da alle mitgemacht haben. Das war die Sarina Ay, die Marie Mensch, die Mila Pattberg, die Lynn Sievers und die Josephine Wille. Und euer Film hieß, das lassen wir nicht zu, Mädchen im Ring. Genau, ja. Ja, und jetzt erzähl doch mal, wie hat sich das denn ergeben, dass du am Sommerferiencamp teilnehmen wolltest? Also mein Vater, der arbeitet im Forum und hat mir halt von Görsko Movie erzählt und ich fand das halt sehr cool und wollte dort halt mitmachen und dann haben wir mich im Feriencamp angemeldet und ich konnte hin. Zweimal habe ich mitgemacht. Oh. Und bei diesem, wo wir, das lassen wir nicht zu, Mädchen im Ring gemacht haben, das war das zweite Mal, wo ich da war. Da hat mir mein Vater einfach wieder erzählt, dass es wieder stattfindet und da wollte ich nochmal mitmachen. Okay, also dann nehme ich an, dass es dir gut gefallen hat, sonst hättest du ja nicht nochmal mitgemacht. Ja. Genau, und da steht in diesem kleinen, bei eurem Abgabeformular zu diesem Film steht, drei Frauen, drei Geschichten, drei Zeitzonen und alle konfrontiert mit den Rechten der Frau zu der momentanen Zeit. Ja. Seid ihr denn auf dieses, das ist ja fast ein politisches Thema, ne? Ihr streitet hier für die Frauen, ihr geht für die Frauen in den Ring, das werden wir gleich noch aufklären. Wie seid ihr denn da auf die Idee gekommen? Also erstmal haben wir halt alle überlegt und irgendwie hat jeder so sein Thema gehabt, aber niemand wusste richtig, was er jetzt damit anstellen sollte. Und da hatten wir halt 1000 verschiedene Ideen. Und das hat halt uns nichts gebracht. Also haben wir mal versucht, uns zusammen etwas zu finden, was uns alle interessiert. Und dann sind wir halt zu diesem Thema Frauenrechte und solche Sachen gekommen. Und wie lange habt ihr dafür gebraucht dann? Also das Feriencamp ging ja 5 Tage. Und am ersten Tag waren wir uns noch überhaupt nicht einig.
Und dann am zweiten Tag haben wir so schon den richtigen Weg, so haben wir begonnen, also ja. Und langsam in diese Richtung sind wir gekommen und irgendwann am Ende des Tages hatten wir unser Thema und konnten dann die nächsten 3 Tage drehen. Mhm. Und der Inhalt, also da sind ja wohl Mädels und Jungs, die irgendwie in einem Boxverein sind, nee, die zusammen Sport machen, oder? Ja, in der letzten Szene und auch einmal in der letzten. Ah ja, genau. Es sind ja Zeitzonen, genau. Vielleicht kannst du das kurz zusammenfassen, wie die Episoden sind? Also wir haben jetzt einmal sozusagen die Vergangenheit. Dort schreibt jemand, also diese Person, das Mädchen, schreibt Tagebuch und erzählt sozusagen, was abends beim Essen passiert ist. Und in diese Szene wechseln wir dann über und spielen sie, also ja. Und da geht es halt darum, jetzt in der Szene zum Beispiel, wie dieses Mädchen bestraft wird. Also jetzt, sie möchte halt etwas anderes, als der Vater es erwartet hat und wird dann halt sehr hart bestraft, auch körperlich. Also sie wird auch geschlagen. Mhm. Und so in der zweiten Szene und auch in der dritten Szene fängt es wieder so an, dass ein Mädchen wieder Tagebuch schreibt. Und dann erzählt sie wieder über eine Situation, die an dem Tag passiert ist. Und darum geht es eigentlich immer, wie Mädchen versuchen, etwas zu tun, was eigentlich vielleicht nicht ganz typisch ist für Mädchen. Und dann andere Leute finden das komisch und bestrafen sie, ignorieren sie und ja, solche. Und was war das? Wie habt ihr das gefunden? Was ist denn nicht so ganz typisch für Mädchen zum Beispiel? Also wir haben jetzt halt einmal in der Vergangenheit haben wir halt genommen, dass dieses Mädchen, also die Schwester von dem Mädchen, was Tagebuch schreibt, die möchte nicht heiraten, sondern sie möchte mit ihrer Freundin irgendwie zusammenziehen, einfach so später halt irgendwas beruflich lernen und solche Sachen. Und in der Vergangenheit war das halt jetzt nicht so üblich. Da waren die Frauen dann eher zu Hause und solche Sachen. Und dann in der jetzigen Zeit, in der Gegenwart, da haben wir jetzt eine Fußballszene genommen. Also eigentlich, manche Leute denken vielleicht, dass Mädchen nicht so viel mit Fußball zu tun haben. Und dort sind die halt in einer Mannschaft und trainieren halt, aber dann ist der Platz abgeschlossen und für die Jungs reserviert. Und das finden die nicht in Ordnung. Und in der dritten Szene, da geht es halt auch wieder eigentlich um Sport, Boxverein. Und da bekommen die einen neuen Trainer. Und dieser Trainer, der ist halt auch irgendwie noch gegen das Mädchen jetzt auch boxen und solche Sachen. Und teilt sie dann halt in Geschlechter ein. Also dann sagt er auch so, die Starken, die Jungs kommen auf die Seite und die Mädchen, die Schwachen kommen auf die Seite. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen lustig, ne? Deshalb erinnere ich mich dann noch an diese Szene so, wer hatten die sich ausgedacht oder woher kommt denn das? Hört man das öfter? Hörst du das? Dass man zu dir sagt, ah, du bist ein Mädchen, du bist nicht so stark, du kommst mal da und so und der Junge, der... also eigentlich nicht so oft, aber... Wir wollten halt, dass man es wirklich sieht und dass manche Leute benutzen halt einfach andere Worte, um das auszudrücken. Und manche Leute verstehen dieses Wort halt nicht. Aber mit diesen klaren Worten verstehen die Leute es auch. Ja. Die Zeitzonen, die ihr habt, die sind ja auch ziemlich weit gespannt. Ne? Also es fängt an, die erste ist 1958, da ist es tatsächlich, da hat der Vater noch das Regiment quasi, dann 2018 jetzt und 2058 ist quasi die Zukunft. Und du sagst ja dann auch, es ist eine total schöne Szene, wo du da stehst und dann sagst so, aber es gibt ja nicht nur ein Geschlecht. Das fand ich ganz spannend. Habt ihr euch das auch selber ausgedacht? Ist das was, über was ihr auch diskutiert habt, dass ihr das noch mit reinnehmen wollt? Ja, also wir haben uns schon viele Gedanken gemacht und wir haben die Szene auch sehr oft geprobt und auch dann sehr oft aufgenommen. Und dann hatte man irgendwann... wusste man genau, was man sagen wollte, dass man genau dieses Thema ansprechen wollte. Und dann hatten wir uns auch so geeinigt. Und jeder wollte das wirklich genau so machen und das noch mit einbringen. Und wieso musstet ihr das oft proben? Habt ihr euch viel versprochen? Oder,
ja, wir haben uns auch versprochen und keine Ahnung, wir mussten auch mal lachen, also öfters, aber bei auch jeder Szene. Und mal hat es dann mit dem Licht nicht geklappt, dann mit der Kamera nicht, aber zum Schluss ist ja was Gutes rausgekommen. Wie habt ihr das gemacht mit Licht und Kamera und Schauspiel, also dass die Rollen gefunden wurden? Weil so ein Feriencamp, ihr kanntet euch ja dann vorher, nicht alle. Und dass jede so die Rolle und die Aufgabe bekommt, die ihr gefällt oder die sie gerne machen möchte. Wie ging das vonstatten? Wir haben halt, es war eigentlich, die Rollen zu verteilen, war eigentlich gar nicht so schwer, weil jeder wollte eigentlich wirklich unterschiedliche Sachen machen. Dann waren wir uns eigentlich ziemlich schnell einig, wer jetzt wer die drei Mädchen spielen sollte. Also es waren ja auch drei unterschiedliche. Und dann in verschiedenen Szenen jetzt das Mädchen, was in der Zukunft gespielt hat, das kommt ja jetzt nicht in der Gegenwart vor. Und da konnte das Mädchen theoretisch jetzt Kamera oder Regie führen. Und so hat eigentlich jeder konnte alles einmal machen. Und jetzt habt ihr aber so ein verbindendes Element auch, das wollen wir die Zuschauer sehen, ja gleich euren Film auch, aber wir verraten das jetzt mal, weil es ist ja vielleicht so ein bisschen wie eine Familiengeschichte, weil alle Mädchen haben den gleichen Ring an. Ne? Mhm. Deshalb ist auch Mädchen im Ring ist so ein bisschen doppeldeutig schon fast. Ja. Also wir haben mehrere Verbindungen. Einmal wird da ja auch immer eingeblendet, wer das jetzt ist und in welchem Jahr, steht immer D-Punkt hinter dem Vornamen. Und so haben wir die Familie schon mal in Verbindung gebracht. Und wenn sie Tagebuch schreiben, sieht man immer an der Hand diesen Ring, was auch jetzt zum Titel übergreift, Mädchen im Ring. Und Mädchen im Ring bedeutet aber nicht nur dieser Ring, sondern auch, dass Mädchen eingeschlossener sind, wie jetzt Jungs. Es ist immer so ein Ring, die können nicht alles machen. Und irgendwie, das war aber nur zufällig, hat das dann auch noch mit dem Boxen gepasst, der Boxring, ja. Und wenn du jetzt sagst, die Mädchen sind immer im Ring und so ein bisschen eingeschlossen, was würdest du dir denn wünschen für euch Mädels? Oder für uns Mädels, für uns alle? Also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass es wirklich, wirklich Gleichberechtigung gibt und jetzt, dass wirklich Jungs alles machen können, was Mädchen machen und Mädchen alles tun können, was Jungs machen. Dass es nicht so gibt, so, keine Ahnung, Ballett, so Junge tanzt Ballett, wie komisch, Mädchen spielt Fußball, so was macht man doch nicht oder so, dass wirklich jeder alles machen kann. Schön, super. Mhm. Also da gibt es ja auch schon viel Veränderung, ne, auf unserer Welt, aber noch nicht genügend. Ne? Wir haben das, als wir jung waren, uns auch schon gewünscht und da gibt es ja sowieso auch schon ein bisschen Veränderung, aber da müsst ihr heute auch noch weitermachen, gell? Ja. Weil es noch nicht zu Ende mit diesen Dingen. Ja gut, dann bedanken wir uns bei dir und dann schauen wir mal euren Film an. Ja. Fünfter 1958. Liebes Tagebuch, heute war kein schöner Tag. Beim Abendbrot ist etwas Schreckliches passiert. Ja, danke. Und Vati, wie schmeckt's dir? Danke, mein Kind. Sehr gut. Mama, hast du gut gekocht, finde ich. Danke. Weißt du was, Vati? Wenn ich einmal groß bin, dann möchte ich keinen Mann heiraten. Nein, ich möchte mit meiner besten Freundin zusammenziehen. Auf keinen Fall! Was denkst du dir dabei? Natürlich mache ich das. Das ist mein großer Traum. Das kannst du vergessen!
18.05.2018. Liebes Tagebuch. Heute war ich echt sauer. Isabella, Anna und ich wollten zum Fußballtraining. Ich freue mich schon aufs Spiel am Wochenende. Ja, ich auch. Hallo, wir gewinnen. Klar, definitiv. Ja, ich habe mir auch schon dafür die ganze Woche frei genommen. Ja, ich auch. Ja. Platz zur Vorbereitung des Turniers der D-Jugend-Jungenmannschaft geschlossen. Aber deren Turnier ist erst in der nächsten Woche und unseres ist in dieser Woche. Wie sollen wir denn so trainieren? Das ist unfair. Das ist unser Platz. Das lassen wir nicht zu. Definitiv nicht. Und die Jungs sind erst nächste Woche dran. Wir wollen mit dem Vorstand reden. Mann, wo sind die jetzt hin? Haut doch ab hier, braucht den Platz hier nicht. Mädchen können sowieso kein Fußball spielen. Liebes Tagebuch, heute ist in unserem Boxtraining ein neuer Trainer aufgetaucht. Und der war richtig seltsam. Hoffentlich lässt uns der neue Trainer keine Liegestütze machen, wenn wir wieder zu spät kommen. Ja. Liegestütze kann ich gar nicht. Um das Willen, ich auch nicht. Sieht so aus. So, hallo zusammen. Ich bin der neue Trainer hier im Boxverein Black Tigers. Hallo. Freut mich. So. Wenn ich hier so in die Runde schaue, dann fällt mir auf, es ist ein totales Durcheinander hier. Da müssen wir erstmal ein bisschen Ordnung reinbringen. Ihr habt das ja überhaupt nicht getrennt nach Geschlechtern. Was ist denn hier los? Also, wir trennen das jetzt, damit jeder auf seinem Leistungsniveau trainieren kann. Das heißt, die Jungs, natürlich die Stärkeren, die gehen in eine Gruppe zusammen und die Mädchen in die schwächere Gruppe. Sonst macht das Ganze überhaupt keinen Sinn. Okay, also ich fange jetzt mal an. Ich gehe die Liste durch. Und dann stellt ihr euch entsprechend eures Geschlechts auf die entsprechende Seite. So, wir fangen mal an hier mit Linus Araki. Wer ist das? Der geht mit dir auf die Seite zu den Jungs, zu den Starken. Dann haben wir Sophia Jupiter zu den schwachen Mädchen, bitte. Greta Lee genauso auf die Seite der Schwachen. Dann haben wir noch Maximilian del Toro Olsen. Warum bewegt sich hier keiner? Was ist denn los? Wir wollen mal anfangen zu trainieren. Ja, wir wollen keine geschlechtsgetrennten Kämpfe. Mann. Das ist für ein Blödsinn. Ja, gar kein Blödsinn. Also bitte, wir machen jetzt mal weiter. Mika Starship, was ist denn hier los? Ist das ein Junge oder ein Mädchen, Mensch? Das muss doch klar sein, warum steht das hier nicht drauf? Wir können doch so nicht trainieren. Ich meine, wir sind mehr als zwei Geschlechter. Wie sollten wir uns jetzt trennen? Wir waren immer eine gemischte Gruppe. Immer. Was ist denn das für ein Quatsch hier? Also habe ich ja nie gehört. Also ganz ehrlich, sowas gab es zu meiner Zeit nicht. Ja, hallo Rebecca. Hallo. Start a New Life war euer Film, den ihr gemeinsam gedreht und eingereicht habt. Genau. Ein Film, der sich beschäftigt vor allem mit Computerspielen. Start a New Life ist insofern auch doppeldeutig. Wie seid ihr denn da drauf gekommen? Seid ihr in der Szene unterwegs oder ist es was ihr von außen beobachtet habt? Wie kamt ihr zu diesem Thema? Also genau, wir sind alle drei in der Szene so ein bisschen unterwegs, ich am meisten. Spielen alle drei irgendwelche Computerspiele, ob jetzt am PC, an der Konsole oder auch am Handy einfach. Und wir sind eigentlich vor 1,5 Jahren schon auf die Idee gekommen, dass wir einen Film drehen wollen.
und sind vor allem mit dem Endbild, mit einem Game-Over-Screen und eben dieser Frage, ist ja dann nur live, auf die Idee gekommen und haben dann quasi so ein bisschen alles so drumherum gesponnen. Okay, Stardew Life, Game Over, hört sich an wie ein Computerspiel irgendwie. Und haben uns dann daraus eben die gesamte Geschichte ausgedacht. Jetzt taucht die Protagonistin total ab in diesem Videospiel. Ne? Also der Film beginnt, das neue Spiel wird geliefert und dann ist sie erstmal weg. Taucht ab in diese Parallelwelt und am Ende kommt die Frage, Start the new life. Ist das auch so euer Empfinden? Also ich meine, wenn du sagst, du bist in der Szene auch quasi aktiv oder spielst, taucht man ab, verliert man so ein bisschen den Bezug manchmal zur Welt? Oder ist es einfach besonders kritisch im Film dargestellt? Also im Film ist es nochmal sehr viel kritischer dargestellt, als es wirklich ist, also zumindest für uns. Aber es gibt immer natürlich Extremfälle, wo es eben passieren kann. Aber es sind jetzt nicht nur auf Computerspiele bezogen. Wir haben uns Computerspiele ausgesucht, einfach weil es das passendste Beispiel ist. Aber es kann ja auch bei einem anderen passieren, irgendwie, wenn man eine Serie neu findet und versinkt dann total in der Serie und guckt die dann die ganze Zeit. Oder auch, wenn man eine neue Buchreihe findet. Also es passiert ja quasi in allen möglichen Elementen. Mit einem Computerspiel hat man es jetzt einfach am besten darstellen lassen. Und das kann halt schon passieren, weil es ist ja eine komplett andere Welt, die dabei generiert wird, ob in einem Buch, in einem Film, in einer Serie oder in einem Computerspiel, wo man sich eben hineinversetzen kann und meistens dann entfliehen kann. Die ganzen Videosequenzen, also die Spielsequenzen, habt ihr auch gedreht. Ja. Und habt das dann quasi auf eure Handys übertragen, weil wir haben ja auch diese Szenen, das dann auf dem Handy zu sehen ist. Wie habt ihr das technisch gelöst? Ein Kumpel von mir hat uns extra eine App dafür programmiert und wir haben das über die Greenscreen-Technik quasi gelöst. Das Overlay von dem Spiel, also die Levelanzeige, Lebenanzeige und sowas waren in der App quasi integriert. Mhm. Und man hat dann den grünen Hintergrund dann einfach nachher durch das Bild von dem Spiel quasi ersetzt. Okay. Also ein ganz schöner Aufwand. Also wenn du sagst, eine App wurde programmiert, dann habt ihr auch um euch herum einige eingespannt, um das zu realisieren. Wie lange habt ihr denn dran gearbeitet? Also wir haben den Film angefangen zu schreiben im Winter, also Herbst, Winter 2017, haben ein halbes Jahr lang geschrieben. Mhm. Und haben dann im Sommer in einer Woche das Ganze gedreht und dann noch, glaube ich, 3 Wochen lang dran geschnitten. Und das war euer erster Film? Oder habt ihr ja, der erste, der wirklich so groß ist. Das andere waren immer nur so 1 Minute lang, mal kurz an einem Nachmittag treffen und was drehen. Und wie kommt ihr dazu? Also wir drei haben uns vor 2 Jahren über einen Schulaustausch kennengelernt und seitdem was zusammen gemacht. Und es kam immer wieder dieses Thema drauf, wir finden alle Filme voll toll. Und es ist immer voll schön, was für eine Message so ein Film eben verbreiten kann. Haben überlegt, ja, wäre voll cool, wenn wir sowas auch machen könnten. Und sind dann eben endlich mal auf eine gute Idee gekommen, die man auch wirklich filmen könnte, weil man braucht zum Film halt eine Idee. Und haben dann gesagt, okay, hey, lass uns das jetzt einfach mal machen. Und ihr seid aus Stuttgart? Ja. Alle drei? Ja. Ja. Und wie kommt ihr dann zu uns? Also wie seid ihr auf uns aufmerksam geworden? Ich und Sophia waren mal in Ludwigsburg an der Filmakademie am Tag der offenen Tür. Und da hat uns jemand einfach den Flyer mal in die Hand gedrückt und gemeint, ihr seht irgendwie so interessiert aus, nehmt den doch mal mit. Mhm. Und wir haben uns erst überlegt, was ist das? Können wir damit was wirklich anfangen? Und haben dann eben gedacht, okay, wir hatten da diese Filmidee im Hintergrund, dann nehmen wir das doch als Anlass, um die Idee wirklich zu machen, weil wir sind alle drei eher Leute, die... Wir brauchen alle immer einen Anstoß, um es irgendwie zu machen und haben dann gesagt, okay, da ist ein Datum, eine Deadline, wo wir es fertig haben müssen. Das nehmen wir jetzt eben als Anlass, als Ziel, um es wirklich umzusetzen. Schön. Und, ihr habt ja bei unserem Mentorenprogramm mitgemacht. Genau. Und das Mentorenprogramm, das ist ja besetzt sozusagen, sind Mentorinnen von der Filmhochschule in Ludwigsburg. Und du hast dich, oder ihr habt euch dafür beworben bei uns mit einer kurzen Beschreibung, was ihr machen wollt. Vielleicht kannst du mal sagen, inwieweit es hilfreich war und was ihr speziell mit der Mentorin, wie sie euch helfen konnte oder unterstützen konnte. Also wir hatten das Drehbuch schon fertig, als wir uns quasi beworben haben, so gut wie fertig. Mhm. Und die Mentorin hat uns vor allem dann nachher noch Tipps gegeben, vor allem beim Schneiden. Drehen haben wir auch relativ selbstständig gemacht, aber vor allem beim Schneiden dann Tipps gegeben, ja, die Sequenz muss noch ein bisschen länger bleiben, damit man die wirklich versteht oder
Hier ist es noch nicht ganz klar, einfach vor allem eine externe Meinung und vor allem Fachmeinung, wie der Film noch besser seine wirklich Message rüberbringen kann. Weil ich meine, wir kennen die Story, wir wissen, was wir damit sagen wollen, wir verstehen es dann auch, aber versteht es auch jemand Fremdes, wissen wir ja selbst nicht wirklich so gut. Mhm. Und ihr hattet jetzt, wenn du sagst, ihr hattet die Szenen schon gedreht, war das dann so beim Schnitt, dass ihr, dass da auch mal das vorkam, dass was gefehlt hat? Oder ihr habt gesagt, oh, das hätten wir besser noch länger oder das kürzer oder das anders? War das dann, oder war das sehr harmonisch beim Schnitt dann? Größtenteils war ganz harmonisch. Wir haben nur die allererste Szene noch mal komplett neu gedreht. Weil die Idee, wie wir es erst hatten, haben wir gemerkt, das ist irgendwie ein ganz komischer Anfang, so ist es irgendwie sehr leer und man versteht erstmal gar nicht, um was es geht. Mhm. Sodass wir die Szene dann ein paar Wochen später quasi komplett nochmal umgeschrieben haben und neu gedreht haben, sodass jetzt die jetzige Anfangsszene rauskam dabei. Ah ja, ich habe nämlich den Film gerade nochmal gesehen und dachte mir, das habt ihr gut gemacht. Das ist so eine Einführung, die ist total, die macht Sinn, die ist nicht irgendwie unglaublich lang, sondern die kommt gleich zu dem Punkt, ne? Weil das Päckchen kommt und damit auch ihr neues Computerspiel. Genau. Und habt ihr euch dann mit der Mentor, die Vivian war das, genau, bei euch, habt ihr euch dann mit ihr getroffen oder habt ihr aus der Ferne? Wir haben uns einmal mit ihr getroffen, weil sie war zu der Zeit noch in Berlin und hat da an einem Projekt gearbeitet. Und wir haben meistens telefonisch oder per Skype dann miteinander kommuniziert. Wir haben uns einmal mit ihr in Ludwigsburg dann einmal getroffen. Sie hat uns auch die Filmakademie gezeigt und hat uns auch da nochmal viele Tipps gegeben. Also wir standen immer im engen Kontakt und immer mit Rückmeldung, genau. Und wie ist jetzt nach so einem Film, den ihr gemacht habt, wir hatten uns ja schon mal unterhalten über deinen Film, dann habe ich gesagt, ja, so ganz unfeministisch, gell, habe ich gesagt, aber dass so junge Frauen Computerspiele machen und da hast du mir gesagt, jetzt ist aber ganz normal, ne? Also ich war sehr unaufgeklärt und das fand ich ganz interessant, dass es eine große Community gibt, eine weibliche Community, die genauso Videospiele machen wie Männer, nicht? Und jetzt ist es so ein bisschen euer Hobby, dieses Spielen. Könntest du dir vorstellen, auch über was anderes einen Film zu machen? Oder war das jetzt einfach mal so, um das auch ein bisschen so zu präsentieren, dieses Thema? Also wir haben es uns jetzt eigentlich nicht unbedingt, also wir haben es einfach nur das Thema genommen, weil wir uns einfach alle drei damit am besten auskennen und gesagt haben, wenn wir schon unseren ersten größeren Film machen, dann über irgendwas, was wir halt auch wirklich kennen. Mhm. Weil wir dann halt auch nicht, also wir haben es versucht eben halt auch nicht einfach so fake darzustellen. Wir wollten den Film jetzt nicht komplett überziehen mit irgendwelchen Klischees, sondern wollten es relativ ein bisschen natürlich verdeutlicht, aber wir wollten es relativ echt darstellen lassen und deshalb haben wir halt wirklich Computerspiele gewählt. Mhm. Aber es war jetzt nicht unbedingt, um nur dieses Thema zu zeigen. Ja. Vielleicht kommen wir da auch zu solchen offenen Fragen nochmal, auch an euch beide. Wie wichtig ist es denn, dass man sowas Authentisches oder dass man über was Bescheid weiß oder was, dass es einem drängt? Was ist die Motivation für euch jetzt speziell überhaupt einen Film zu machen? Also man sollte wirklich Bescheid wissen, was man da jetzt von sich gibt, was man jetzt erzählt. Und wenn man keine Ahnung hat, wovon man eigentlich redet, kann es auch nicht echt rüberkommen. Und wir wussten aber alle über jetzt in unserem Film dieses Thema Bescheid. Und wir wollten wirklich einfach damit auch was zeigen. Wir wollten zeigen, dass, also sehr viele beschäftigen sich ja auch jetzt Frauen mit diesem Thema, aber vielleicht noch nicht alle und wir wollten halt, dass sich mehr noch mal darüber informieren, dass mehr noch mal darüber Bescheid wissen. Mhm. Ja, und ihr habt vor allem, ne, also jetzt so beim Festival sind ja auch vielleicht viele Mädels, die wie du auch jünger sind, die das vielleicht noch gar nicht so erfahren oder gar nicht so bewusst haben. Da habt ihr bestimmt auch eine gute Zielgruppe angesprochen, dass die sich mal Gedanken machen sollen. Wie waren das, aber du, bist du die Frage noch? Also bei uns war es eigentlich genauso. Es war einfach, wenn man nicht darüber Bescheid weiß, was man da zeigen will, wirkt es nicht echt. Das ist wie wenn man eine Geschichte erzählt. Wenn ich irgendeine Geschichte erzähle, die ich nicht erlebt habe, wirkt die viel unechter und viel lebloser, als wenn ich es wirklich erlebt habe.
Wenn man dann einfach bestimmte Details und bestimmte Dinge einfach wirklich weiß, die man sonst nicht wüsste. Und jetzt macht man so einen Film, also in eurem Fall eine Woche, in eurem Fall ein halbes, dreiviertel Jahr ist man so in einem Projekt, den reicht man ein und dann kommt man nach Mannheim ins Kino und guckt sich das auf so einer Kinoleinwand an. Was macht das denn mit einem? Also weckt es die Motivation, sieht man viel mehr Fehler, denkt, oh, nächstes Mal machen wir alles anders. Was passiert da so? Also man ist schon stolz auf sich. So, wenn man sich jetzt auf der Leinwand sieht, da hat jeder, glaube ich, so ein bisschen schon noch Kritik an sich selbst so und dachte, oh, da hätte ich noch ein bisschen was anderes machen können oder so. Aber eigentlich, also ich war vor allem auf unsere ganze Gruppe, dass wir es so zusammen in der kurzen Zeit geschafft haben, diesen Film zu machen. Und uns alle selbst jetzt auf dieser großen Leinwand zu sehen, war schon ein richtig tolles Gefühl, ja. Ja, bei uns war es genauso, bei uns war es nur ein klein Ticken anders. Ich hatte den Film geschnitten und wusste dann noch von einigen kleinen Fehlerchen, die eben drin waren, die ich irgendwie einfach auch nicht beheben konnte. Und den Film aber nachher auf so einer riesigen Leinwand wirklich zu sehen in einem Kino, ist ein komplett anderes Gefühl, das flasht einen so richtig, sodass wir, sag ich mal, die ganzen kleinen Fehlerchen, die wir noch hatten, eigentlich gar nicht mehr entdeckt haben, weil es einfach ein so phänomenales Gefühl ist. Man sieht da immer nur irgendwelche richtigen Hollywood-Filme und dann mal seinen eigenen Film. Das ist schon vor allem eine ziemlich große Motivation, da weiterzumachen. Ja, das ist ja irgendwie ist auch ein tolles Schlusswort. Also es ist nicht so, dass man sagt, oh nee, nie wieder, sondern dass man eher das Empfinden hat, ihr wisst jetzt eigentlich, wie es geht, oder? Ihr habt jetzt irgendwie beide viel gelernt, beide Unterstützung gehabt in unserem Filmcoaching-Programm. Und jetzt braucht ihr den vielleicht auch gar nicht mehr für euren nächsten Film, oder? Oder also, doch? Also es ist immer wieder hilfreich, nochmal eine auch noch erfahrene Meinung eben zu haben, die drüber schaut, weil auch einem persönlich einfach viele Dinge nicht auffallen. Ja. Das muss nicht mal wirklich, jetzt sage ich mal, ein Profi sein, der das studiert hat. Das reicht schon, wenn man es mal seinen Eltern zeigt und die sagen, ich verstehe es an der und der Stelle nicht. Also Unterstützung kann man eigentlich nie genug haben, finde ich. Und man lernt, finde ich, auch eigentlich nie aus. Mhm. Genau. Dann folgern wir daraus, dass wir euch beide in irgendeiner Form auf der Leinwand im Abspann als Beteiligte wieder lesen und sehen werden. Sehr schön. Ja, in diesem Zusammenhang könnten wir vielleicht ja auch gleich sagen, wir haben ein neues Feriencamp insoweit, unsere neuen Sponsoren, die SAP. Mit denen machen wir jetzt ein Osterferiencamp zusammen und da geht es überwiegend auch ums Programmieren. Ja, und das ist was sehr Spezielles, da kannst du ja schon mal nachdenken, du bist ja zu alt in gewisser Weise für das Osterferiencamp, aber du kannst ja mal drüber nachdenken, ob dich das vielleicht interessiert. Und genau, dann würde ich sagen, gucken wir jetzt euren Film an, Start a New Life, und sind gespannt. Wünschen viel Spaß. Hallo? Oh, hallo! Okay, das Kind. Ja, danke. Endlich ist es da! Oh mein Gott, ja, endlich!
seid ihr auf Südafrika? Ja. Das ist gut. Wir haben Veranstaltungsort für Fußball. Oh, gut. Hey, dann nehmen wir als große Gruppe her. Das waren eh viele mit, oder? Kommst du sowieso alle mit, oder? Ja, Luca! Die kriegst du eh nicht vom Handy. Hey, Luca! Willst du heute Abend mitkommen? Weiß nicht. Ach, komm schon, Luca. Hörst du doch, die kommen sowieso nicht mit. Ihr kommt alle, oder? Ja, ja. Auf jeden Fall. Ich bin sogar Hey Luca, willst du mitspielen? Am Samstag, ich dachte, du kommst auch. Keine Lust, keine Zeit. Aber du bist doch sonst auch mal bei den Partys dabei. Ist irgendwas los? Nee, alles gut. Sicher? Ja. Du bist irgendwie alles so anders. Nee, alles gut. Oh mein Gott, ja. Ciao. Thank you.
Dann gehen wir in die nächste Runde und zwar mit unseren Filmemacherinnen der Kategorie 18 bis 27. Ja, und wir haben folgende Filmemacherin eingeladen. Janine Lang hier auf der rechten Seite mit dem Film Punkte aus Licht. Dann Katharina Behron mit My Favorite Beauty Product in der Mitte. Und Daniela Fritz hier mit dem Film Schwarz-Weiß. Und wir beginnen mit dir, Janine. In deiner Beschreibung zu deinem Film, Punkte aus Licht, habe ich mir so Teile rausgenommen, mhm. Nämlich die Beschreibung ist bittere Wahrheit, Schattenseite des Lebens und eine Show von der heilen Welt und Verdrängung. Das sind für mich so die inhaltlichen Punkte, um was es in deinem Film geht. Es geht um eine Familie und der Vater ist krank und das wird aber, denke ich, fast den ganzen Film über eigentlich unausgesprochen in deinem Film gezeigt. Und das ist eigentlich dieses Bedrängende in diesem Film. Und ich finde deinen Film deshalb sehr spannend, weil es eigentlich ein Tabuthema ist. Es geht ja eigentlich um Krankheit und um Sterben. Ist es richtig oder habe ich das jetzt da so reingesteckt? Nein, das ist schon richtig. Also vor allem um Krankheit, was der Tod für eine Rolle spielt. Das hat ein offenes Ende. Das kann sich so jeder in seinen Gedanken weiterspinnen, wie es da weitergeht. Ja, aber Krankheit steht schon im Mittelpunkt von meinem Film und vor allem dieses Unausgesprochene, wie du auch gerade schon gesagt hast. Also dass man es ganz oft versucht zu verdrängen und es sich probiert irgendwie schön zu reden und die Krankheit ja auch ganz oft aus dem Leben ausschließt und man weiß, es gibt Krankheit, es passieren schlimme Sachen, Schicksalsschläge, aber man drängt das immer von seinem eigenen Leben weg und glaubt, das kann einem selbst nie wirklich passieren und wenn es dann doch passiert, versucht man wirklich bis zum letzten Punkt das irgendwie nicht wahrhaben zu wollen und zu verdrängen und in dem Film geht es gerade um diese Phase vor der Diagnose. Man merkt zwar, es stimmt etwas nicht, aber es wird nicht wirklich ausgesprochen. Man weiß nicht wirklich, was es ist. Es ist so ein Schweben in Ungewissheit. Und ja, das ist so für mich der Hauptpunkt in dem Film. Und da kann man ja auch, finde ich, ganz stark dran sehen, dass durch dieses Unausgesprochene es ja für alle Beteiligten eigentlich nur noch schlimmer wird. Also der Zustand, dieses Nicht-Wissen, ist es was, was du erlebt hast oder was du vielleicht auf einer anderen Ebene, aber was ist die Motivation zu diesem Thema? Also ich habe sowas selbst in meiner Familie erlebt, also auch die Krankheit, die Diagnose, die am Ende gestellt wird, ist ein Hirntumor und sowas ist selbst in meiner Familie vorgekommen und deshalb konnte ich da sehr viel eigene Erfahrungen mit einfließen lassen. Wobei es mir auch wichtig war,
nicht diesen, dass dieser Film meine Geschichte erzählt, sondern die Geschichte von Leni, der Hauptperson. Und ich kann mich sehr gut in sie hineinversetzen, weil ich ähnliche Dinge so erlebt habe. Aber es ist nicht meine Geschichte, sondern ihre Geschichte. Aber weil ich das selbst so erlebt habe, ist das eben ein Thema, was mir auch am Herzen liegt und natürlich die Motivation für den Film. Also das heißt, es gibt da was, was dich eigentlich gestört hat oder was, du hast Unfreiheit erlebt in dieser Sache, in dem Thema, dass man irgendwie über schwierige Dinge einfach nicht spricht oder nicht ja, offen damit umgeht. Und ist es, eigentlich trifft es den Punkt deiner Motivation, um zu sagen, okay, das ist eigentlich eine schlechte Art. Ich möchte das darstellen, um dem Zuschauer auch irgendwie zu zeigen, dass er das vielleicht auch, dass man das in Situationen, wo es darum geht, überhaupt geht es ja immer im Leben darum, vielleicht offen zu sein, ehrlich zu sein. Klar, auf jeden Fall ist das auch mit die Motivation, eben auch darüber offen zu reden, sich nicht selbst zu belügen, sich nicht gegenseitig zu belügen in solchen Situationen, sondern eben gemeinsam die Situation dann zu meistern. Aber was mir eben auch besonders wichtig war, ist diese Ungewissheit, was man eben auch hat, wenn gerade in dem Film der Vater, man merkt, es geht ihm nicht gut, er merkt selbst, dass es ihm nicht gut geht, aber es kommt auch immer wieder zum Vorschein, dass die Ärzte nicht wirklich wissen, was ist Sache. Und somit ist es für die ganze Familie einfach eine riesige Belastung, weil man weiß, okay, es stimmt etwas nicht, aber man kann es nicht benennen. Und das wird auch total schwierig dann eben in der Kommunikation miteinander, weil es ist da etwas, irgendwie was Unsichtbares mit da, was man aber ganz eindeutig spürt. Und man kann es nicht benennen. Und wie geht man dann damit um? Und eben das ist das große Thema. Und da war es mir wichtig, darzustellen, wie diese Familie in dem Film damit umgeht und was das für Folgen hat und wie es damit vor allem der Hauptperson geht. Und, ja. Und ich habe so beim Gucken nochmal von dem Film auch gedacht, naja, die Ärzte scheinen, die banalisieren das immer auf so ein Burnout oder so. Ne? Mhm. Aber ist es dann auch die, also die Mediziner oder die Ärzte, die auch zum Teil nicht in der Lage sind, dann offen zu sprechen? Ja, würde ich schon auch so sagen, dass eben auch von da lang einfach Ungewissheit herrscht, was es der Familie nicht unbedingt leichter macht, sondern eben den Alltag nur noch erschwert, weil man eben keine klare Diagnose hat. Es wird so ein bisschen runtergespielt mit, ja, es geht ihm nicht gut, Burnout, sagen die Ärzte, jetzt nehmt mal die Tabletten, die Vitamine, dann wird es schon besser, dann sieht man. Und die Familie merkt eigentlich, okay, wir möchten das glauben, aber er nimmt hier diese Vitamine, wir geben ihm Spritzen und es wird nicht besser. Was ist denn dann? Und ich möchte das jetzt nicht irgendwie auf alle Mediziner oder so generalisieren, aber schon auch mit eben in der Situation, dass es dann eben aus der Sicht der Familie sehr, sehr schwer ist, wenn man einfach nicht weiß, was Sache ist. Ist es auch so eine Angst, dahin zu gucken, zu sagen, gut, du bist krank, vielleicht wirst du auch sterben? Also ist es da wirklich hinzugucken, also eines der Tabuthemen, was die Menschen als extrem unangenehm empfinden und deshalb auch das Vermeiden, darüber zu sprechen, weil es ist ja allgemein in unserem Leben so, dass wir alle sterben, aber die allerwenigsten Menschen können darüber sprechen. Oder wenn jemand stirbt, ja, und man kennt den Angehörigen, wie geht man auf einen Angehörigen zu? Das fällt ja auch vielen Leuten so schwer, zu sagen, es tut mir leid. Oder, also, weil man vielleicht Angst hat vor diesen Emotionen? Oder was glaubst du? Ja, ich glaube, dass da einfach so viele Emotionen mit im Spiel sind, dass viele Leute gar nicht wissen, wie damit umgehen. Und das ist auch so eine Woge von Emotionen, dass man die nicht unbedingt erleben möchte. Deswegen drängt man es von sich weg, so lange wie es irgendwie geht, versucht sich zu belügen, es nicht wahrhaben zu wollen. Und ich glaube, jeder verschließt da teilweise selbst die Augen so lange, bis es halt nicht mehr geht. Und ich glaube, das wird auch in dem Film dargestellt, dass man eben, ja, die
es ist ein total unschönes Thema und niemand will es wahrhaben, also schaut man weg, weil es einfach leichter ist. Mhm. Aber du sagst ja auch zum Schluss, eigentlich geht es gar nicht, ne? Weil es kommt ja dann, man kann eigentlich, ob man das jetzt Wahrheit nennt, aber um diese Realität, wie es dann wirklich ist, gar nicht drum herum gehen. Ja, das geht nur für eine gewisse Zeit lang gut und irgendwann kommt es zum Vorschein, irgendwann bricht es aus. Und ob das dann besser ist, wenn man es davor nicht wahrhaben wollte, oder ob es dann besser ist, wenn man es lieber frühzeitig sich eingesteht, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall irgendwann kommt es ans Licht. Ja, vor allem ist ja auch das Schöne, ist ja, dass es mehrere Zäsuren gibt oder mehrere Befindlichkeiten, sage ich mal. Ne? Also es gibt natürlich diese Unwissenheit der Mutter und des Vaters, die nicht wissen, was passiert da jetzt und fühlen, da ist vielleicht was Schlimmeres oder Sorge dafür haben. Aber sie sparen die Tochter aus. Also es wird quasi immer diese heile Welt erzählt und diese spüren. Das ist, finde ich, zeichnest du total schön, auch in der Figur der Tochter, dass sie halt diesen Spürsinn hat, dass sie einfach merkt, irgendwas stimmt hier nicht und vielleicht noch vor den anderen wahr hat, dass da irgendwie was Schlimmeres sein könnte. Und eben deshalb habe ich den Film auch so ein bisschen verstanden als Appell auch an die Gesellschaft, die Kinder nicht immer auszuschließen, sondern sie einfach als vollwertige Mitglieder der Familie zu sehen, die ein Recht auf Informationen haben. Genau. Also ganz praktisch ausgedrückt. Weil auch in meinem Film, die Eltern meinen es sicherlich nur gut mit ihrer Tochter und wollen ihr das irgendwie ersparen, aber das hilft in dem Fall nicht wirklich, weil vor allem Kinder, glaube ich, noch sehr, sehr viel mehr spüren, was da vor sich geht, und sie spürt einfach, dass etwas nicht stimmt, und damit geht es ihr noch schlechter in dieser Situation, weil sie weiß, es ist nicht alles in Ordnung, aber man sagt es ihr nicht. Man tischt ihr die ganze Zeit irgendwelche Lügen auf. Und da ist auf jeden Fall auch der Appell mit drin, dass Kinder, glaube ich, da genauso mit einbezogen werden sollten oder auf jeden Fall nicht außen vor gelassen werden, weil sie das, glaube ich, auf jeden Fall sehr genau wahrnehmen. Ja. Und jetzt überzeugt dein Film vor allem auch, weil du großartige Schauspieler hast, Schauspielerinnen, also die einfach sehr überzeugend spielen. Kannst du da was zu sagen? Wie hast du die gefunden? Wie bist du da vorgegangen? Es ist ja bestimmt niemand aus dem Bekannten- und Freundeskreis, nehme ich an, oder doch? Ja, also da habe ich mich total gefreut und es war auch auf jeden Fall eine große Ehre, wirklich mit professionellen Schauspielern zu arbeiten. Da hatte ich tatsächlich Glück, weil ich zu der Zeit ein Praktikum am Theater gemacht habe. Und da bin ich einfach auf Schauspieler zu, wo ich dachte, oder wo für mich eigentlich schon so im Kopf war, okay, die passen eigentlich perfekt auf die Rolle. Und habe gefragt, ob die mitmachen würden. Und die waren beide so lieb und haben sich ihr Wochenende, die hatten abends noch eine Aufführung, sondern zu der Aufführung, waren davor bei mir im Dreh, sind am nächsten Tag wiedergekommen und haben mit mir diesen Film gedreht. Also da kann ich mich wirklich glücklich schätzen, dass die das so mit mir gemacht haben. Ja, total. Aber sie wirken auch gar nicht wie Theaterschauspieler tatsächlich, finde ich. Also ich dachte tatsächlich, die kommen aus dem Film, so von der Art des Spielens. Ja, ich finde auch, also das haben sie echt richtig toll gemacht. Und zwar vor allem für mich auch eine wirklich tolle Erfahrung, mit solchen Schauspielern zu arbeiten. Man lernt auch selbst total viel dabei. Und war das dein erster Film? Nicht wirklich. Also ich habe schon meinen ersten Film habe ich eigentlich gemacht, als ich 10 war, mit einer Freundin zusammen. Aber ich würde sagen, das jetzt, Punkte aus Licht, war mein erster etwas professionellerer Film. Mhm. So, ja. Etwas professionell. Ja. Sehr professionell, weil nämlich eine andere Frage, die ich habe, ist, was ich auch sehr stark finde in deinem Film, ist die Musik. Also die Musik trägt die Emotionen, die du zeigen möchtest. Und jetzt haben wir bei Girls Go Movie echt eine Hürde, dass wir nämlich sagen, die Musik muss GEMA-frei sein. Und dann hast du da Archive von GEMA-freier Musik, wo du dich, also wir lachen als schon, weil das ja den Titel kennen wir und den haben wir auch schon mal gehört. Und wie bist du denn da vorgegangen? Wirklich was zu finden, was dann auch die Emotionen stützt, die du transportieren möchtest. Einfach viel recherchiert, geschaut, was es gibt, was man verwenden kann, was passt. Ja, einfach sehr viel Zeit zum Schauen, was es da so gibt und was eben passt. Und da hatte ich aber auch Hilfe von einem Freund, der das mit mir zusammen gemacht hat, der kennt sich da auch nochmal aus. Mhm. Und genau, dann haben wir das zusammen gemacht mit der Musik. Hast du da Tipps für die anderen Mädels, die jetzt zuschauen? Kann man das irgendwie noch nach, weiß ich nicht, Mut suchen? Oder dass man dann irgendwie sagt, ich brauche was Trauriges, ich brauche was Fröhliches, ich brauche
Also wie es weil gibt, da gibt es ja tausende Titel. Ja, es gibt tatsächlich auch Plattformen mit GEMA-freier Musik. Es gibt auch welche, da kann man sich ziemlich, einen Titel haben wir auch gekauft. Mhm. Das geht ziemlich günstig, dass man sich dann den Titel kaufen kann. Und auf manchen Plattformen kann man tatsächlich auch filtern, in welche Musikrichtung man will und welche Stimmung und so. Und dann kann man sich da so ein bisschen leichter durcharbeiten. Okay, prima. Du machst doch auch ein Studium der audiovisuellen Medien. Genau. Und bist du da noch dabei oder bist du schon fertig? Oder? Nee, also als ich Punkte aus Licht gedreht habe, da hat das Studium noch nicht begonnen. Das hat jetzt erst, also ich studiere seit Oktober. Jetzt seit gestern hat das zweite Semester begonnen. Ja. Und genau, von dem her bin ich noch eine Weile damit beschäftigt. Okay, und wie ist das so? Ich meine, du hast ja schon einiges an Vorerfahrung. Also das Studium ist an sich sehr, sehr schön. Wo ist es? In Stuttgart, an der Hochschule der Medien. Mhm. Also es ist wirklich sehr schön. Auch die Leute und die Profs sind alle sehr, sehr cool. Wir machen auch tolle Projekte. Für mich jetzt am Anfang, in den ersten zwei Semestern, ist halt das Grundstudium. Das wird einem auch von Anfang an gesagt. Das ist sehr, sehr technisch. Ich bin halt eher so kreativ und freue mich dann aufs Drehbuchschreiben und wenn man sich Fächer dazu wählen kann wie Inszenierung. Aber das ist jetzt ja bald in Aussicht und dann wird es zum Glück etwas kreativer. Mhm. Aber es ist ja super, das ist ja wie beim Malen. Ich meine, man lernt beim Machen, aber wenn man so eine Basis hat, ne, für die Technik und gerade als Frau finde ich das auch immer wichtig. Ne? Es ist auf jeden Fall. Da auch auskennen. Ja, ne? Auch, auf jeden Fall gut als Basis. Ja, genau. Ja. Ja, gut, dann bedanken wir uns, dass du aus Aalen. Du wohnst in Aalen, gell? Dass du hierher gekommen bist, das ist ganz toll. Und gucken jetzt Punkte aus Licht. Mama? Papa? Mama? Mama! Da bist du ja endlich. Das Leben ist ein Kartenhaus. Es braucht nicht viel, dass es in sich zusammenfällt. Dabei ist dieses Kartenhaus doch meine ganze Welt. Und wenn die Welt zusammenbricht, fällt man in ein universelles Nichts. Fühlt man sich wie ohnmächtig, gefangen zwischen Punkten aus Licht. Irgendwas mit Papa. Warum? Wie meinst du das? Lass uns ein andermal drüber reden, ja? Kannst du mir bitte den Salat geben? Schmeckt wirklich sehr gut, der Salat. Ja? Mhm. Ach, das freut mich. Ich habe nämlich ein neues Dressing ausprobiert. Ich war doch letztens bei Martina zum Mittagessen eingeladen. Und da fand ich ihren Salat so lecker, da habe ich mir direkt mal das Rezept vom Dressing geben lassen. Mhm. Hm? Übrigens, die Tochter von Martina, Julia, die spielt doch Volleyball. Und die ist so begeistert davon. Na und? Hm? Na, wäre das nicht auch was für dich? Ja. Musik.
nicht, warum wir das zu Hause machen müssen. Das ist doch die Aufgabe vom Arzt, oder? Ich bin noch mal 4 Wochen krankgeschrieben. Du, in der Stadt, da hat jetzt eine neue Praxis aufgemacht und die haben auch einen Onkologen. Und ich habe es jetzt nur Gutes gehört. Die Frau Weber ist jetzt bei dem, wegen ihrer Blase. Vielleicht könnte ich sie ja mal fragen, ob sie uns da einen Termin verschaffen kann. Ach was. Die hat doch selber genug zu tun. Oder ich kann selber mal anrufen. Hm, ich könnte ja mal nachfragen, ob wir vielleicht zeitnah einen Termin bekommen. Braucht das alles nicht. Bist du sicher? Ja. Aber es schadet doch nie, sich eine zweite Meinung einzuholen. Mir geht schon wieder besser. Du wirst sehen. Es wird alles wieder. Ich vergesse ständig, meine Vitamintabletten zu nehmen. Ja, dabei sind Vitamine doch so wichtig. One apple a day keeps a doctor away. Ja, du solltest auch einmal am Tag einen Apfel essen. Ist gut fürs Immunsystem. Sport auch. Vielleicht solltest du doch zum Volleyballtraining gehen. Was sind das für Spritzen, die Mama dir da gibt? Was? Ach, die, das, das ist nichts. Das ist, weißt du, ich fühle mich zurzeit einfach gerade ein bisschen schlaff und müde. Und diese Spritzen, die helfen mir, dass ich mich wieder ein bisschen besser fühle. Bist du krank? Ja, nein. Ach was, weißt du, der Arzt, der hat gesagt, das ist so eine Art Burnout. Das wird schon wieder. Du wirst schon sehen, bald, da geht es mir wieder richtig gut. Ich weiß einfach nicht, was ich glauben soll. Der Arzt meint, es wird alles wieder gut, aber ich bin mir da nicht ganz so sicher. Dann suchen wir nach anderen Möglichkeiten, okay? Wir holen uns eine zweite Meinung ein. Wir schaffen das. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Thank you.
hier endlich. Ich habe mir solche Sorgen gemacht, dass dir was zugestoßen ist auf dem Schulweg. Was passiert? Wo ist Papa? Im Krankenhaus. Dort haben sie ein MRT gemacht. Und da haben sie es gefunden. Da haben sie den Hirntumor entdeckt. Und jetzt? Wir schaffen das. Es wird alles gut. Ich falle ins Licht, aber ich sehe es nicht. Ich sehe nur dich. Sehe so deutlich dein Gesicht. Dann blinzle ich und es zerbricht. Meine Welt, mein Glaube und ich, das alles zerbricht. Ewiges Fallen ins Licht, Fallen ins Nichts, in ein endloses Nichts, in welchem man alles vergisst, umgeben von Punkten aus Licht. Katharina, my favorite beauty products. Yep. Ich habe tatsächlich am Wochenende mir auch Tutorials angeguckt. Ich habe das noch nie wirklich gemacht und banales Zeugs wie schaffe ich Ordnung in meinem Kleiderschrank? Jetzt ist das Internet voll mit all diesen Tutorials, vor allem Beauty-Tutorials. War das dein Anreiz, dich dem zu widmen? Guckst du das selber? Nervt es dich? Also bist du irgendwie, weil du ja sehr, das Ganze auf die Schippe nimmst und sehr satirisch damit umgehst. Oh ja, total. Also ich schmink mich ja nicht wirklich mit einem Kaktus jeden Morgen. Nein? Nee. das ist in den letzten Jahren extrem expandiert und bei mir war die Grenze erreicht, als ich gesehen habe, so ein 8-jähriger Junge oder 8-jähriges Mädchen sich zukleistern wie eine richtige Drag Queen, habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich auch ein Video drehen. ich finde, es ist halt ein Teil geworden jetzt von der Gesellschaft und Schminken ist auch etwas Kreatives, aber für mich, ich würde mich nie vor der Kamera hinsetzen und mir einen Eyeliner ziehen und erklären, wie das richtig geht, weil es gibt ja schon 1000 Videos, die das erklären. Mein Tipp ist, macht's an euch selbst und dann könnt ihr das. Also man braucht kein Video dazu. Aber es gibt auch eine andere Schiene und zwar dieses ganze Beauty-Business ist in den letzten Jahren sehr, sehr gewachsen, sehr stark und das tut es immer noch. Und es, die Konkurrenz auf dem Markt ist halt enorm. Insbesondere auf die Brands, die Kosmetikhersteller. So, dann kommen ja gefühlt jeden Tag neue, innovative Produkte zum Schminken, die angeblich uns das Leben erleichtern. Und da sieht man halt auf YouTube Tutorials oder Reviews, heißt es, wenn man ein Produkt zeigt und vor der Kamera demonstriert. Im Grunde habe ich dir das ausgelacht. Und da kommen jeden Tag Produkte auf den Markt, die dir das Schminken nicht erleichtern, kosten ganz viel Geld und am Ende siehst du genauso gut aus wie ohne Schminke oder nur mit den normalen Tools. Aber eben, das muss man auch verstehen, das Wort Influencer, was diese ganzen YouTuber sind, beeinflussen nicht nur den Markt, sondern auch uns als Konsumenten.
Und wenn sie dann diese ganzen Gadgets und Tools und was weiß ich, irgendwelche Kakteen zugeschickt bekommen und sie das vor der Kamera zeigen, dann wirst du beeinflusst, dann denkst du dir, das ist der hotteste Shit, ich will das auch haben. Aber im Grunde ist es einfach nur unterhaltsam zuzuschauen. Und meine Idee bei meinen Videos war es, wie weit kann ich das auf die Spitze treiben und mich über jede Ebene lustig machen. Und deine gewählten Gadgets war ein Kaktus, ein, ich kenne das als Furzkissen, ne? Das man so aufbläst und dann drauf sitzt. Furzkissen, ja. Genau. Und ein Dildo. Ein Vibrator. Ein Vibrator. Es hat vibriert. Okay. Wenn ich mir zum extra gekauft habe für das Video und danach nie wieder angefasst. Natürlich nicht. Natürlich. Es war ja auch so groß, also das sieht man im Video nicht. Ne? Und es war nicht wasserfest, daher, also ich habe mich mit Wasser abgeschminkt. Das sind gleich kaputt gemacht. Und ja, genau. Begegnen einem denn, also wie gesagt, ich habe null Erfahrung, was diese ganzen Tutorials begegnen einem da so absurde Dinge auch, also wo du jetzt nicht quasi, wo man einfach nur Geld mitmachen will, sondern einfach, wo du sagst, mein Gott, also das ist doch absurd, sowas anzupreisen, wie jetzt zum Beispiel Peeling mit einem Kaktus zu machen. Ja, ja, also es gibt ja auch innerhalb dieser Beauty-Community auch viele, die das auch selbst auslachen, aber ich habe bisher jetzt noch keiner mit Furzkissen oder Kaktus gesehen, also noch so extrem nicht. Aber es gibt tatsächlich Leute, die das auch wahrnehmen. Und mit Dildos habe ich auch schon ein paar Videos gesehen, wo sich die Leute mit Dildos schminken. Aber da ist kann sich mit alles, mit allem schminken. Ja, die Ergebnisse sind dann dementsprechend. Geil. Aber keiner hat's. Also bei mir ist ja der Gag an der Sache, dass ich so tue, als wäre das alltäglich. Mhm. Und das habe ich bisher noch nicht gesehen. Mhm. Genau. Da fällt mir jetzt ein, als ich deinen Film gesehen habe, Maria Furtwängler. Kennt ihr die? Als Schauspielerin, Tatort? Mhm. Weiß nicht welcher, Flensburg? Nee, keine Ahnung. Ja? Die Zuschauer, aber man kennt Maria Furtwängler, also bekannte Schauspielerin, die ist verheiratet mit dem Verleger Burda und hat zwei Kinder und eine Tochter. Und mit dieser Tochter, die ist jetzt 26, hat sie zusammen eine Stiftung gegründet, die heißt Malisa. Heißt Malisa, da kannst du nicht benutzen. Und die setzen sich für gesellschaftliche Vielfalt ein und Gewalt gegen Frauen. Und wir sind jetzt auch irgendwie vernetzt mit dieser Stiftung, also Girls Go Movie. Und wir sind nämlich darauf aufmerksam geworden, weil die haben eine Studienauftrag gegeben über diese ganzen YouTuber, Influencer und so weiter, also über die Frauen. Und einfach ja, das Frauenbild in sozialen Medien einfach untersucht. Und es ist so ein bisschen eigentlich rausgekommen, dass erstens, dass sie halb so viel präsent sind wie Männer in den sozialen Medien, in Videoclip oder sonst was, außer wenn es um Beauty geht, Kochen, Basteln und Schminktipps, ja, Beauty- und Datingportals, da sind sie Weltmeister oder Vorreiter oder sehr präsent. Cool. Und der Vergleich ist einfach so mit den 50er Jahren, ne, wo die Frauen damals halt Haus und Herd und ne, ob das irgendwie, das werfe ich jetzt einfach mal da rein, weil ich fand das eigentlich auch ganz toll, dass du eben diesen sehr experimentellen Film gemacht hast oder so ein Video dazu, weil das finde ich auch, ja, wo ich denke, Herrgott, nochmal. Ich meine, okay, Stricken ist alles interessant, aber diese Masse, ja, ich meine, okay, es legt sich jetzt keine Frau, das gibt es wahrscheinlich auch, und zeigt mal so, wie ich die Reifen wechsle. Das ist halt was sehr Männliches, das ist wieder sehr, sehr so geschlechtergetrennt heute wird. Das wollte ich einfach mal in unsere Diskussion mit einwerfen.
Ja, Reifen wechseln kann auch schon spannend sein, wenn du es richtig machst im Video. Ja, aber ich meinte ja, es kommt halt, es macht halt wahrscheinlich keine Frau. Warum machen Frauen halt, weißt du, dann könnte man ja sagen, okay, das ist halt doch euer Metier. Basteln, schminken, kochen und so. Das will ich damit sagen. Es gibt aber auch sehr viele Männer, die sich gerne schminken. Das ist richtig. Also es wird auch, ich meine, das ist ja auch eine andere Sache, ne? Also es ist ja nicht so akzeptiert wie Frauen, die sich schminken. Aber ich glaube, gerade bei dieser Influencer-Geschichte und YouTuber-Sache, es ist einfach nur wichtig, dass es aus dem Alltag raus ist. Und Reifen wechseln tun ja auch Männer nicht jeden Tag, oder? Nee, jeden Tag sicher nicht. Also nicht jeden Tag und das ist, das hat dann einen anderen Charakter. Und beim Schminken ist es etwas, was du alltäglich machst oder öfters. Genauso wie beim Kochen. Das sind so Geschichten, die man jeden Tag macht. So, dass Männer das nicht so oft machen, wahrscheinlich haben sie nicht so ein Interesse daran. Oder es ist nicht so akzeptiert. Ja, ich wollte jetzt einfach so vielleicht gar nicht so das Gegen und Für, sondern einfach mal überlegen, dass doch relativ die weibliche Seite sich im Internet oder in den sozialen Medien genau so wieder zeigt, wie wir das einfach schon mal hatten. Ja, stereotypisch. So ein bisschen, das fällt einfach auf und diese Studie zeigt es auch irgendwie. Da muss man jetzt gar nicht schimpfen, es ist einfach nur erstmal ein Phänomen. Und ich wollte es einfach mal reinstreuen an euch, ihr seid eine andere Generation wie ich, ob was ihr einfach dazu sagt. Ja, also ich finde, da ist die Akzeptanz, muss sich halt auch ein bisschen ändern. Also in anderen Communities, zum Beispiel bei Gamer oder so, bei Zocker, ist dann ganz anders. Da sind auch mehr Kerle und Frauen sind dann auch spielen auf ihre Sexualität und ihre Reize und sowas. Also das ist es ist sehr stereotypisch. Okay, alles. Aber wir haben es ja gerade gehört mit diesem Spiel, ne? Da bin ich ja voll ins Fettnäpfchen getreten, ja, dass die Rebecca zu mir gesagt hat, also bitte, es gibt, ne? Oder hast du gesagt, Rebecca, so viele Frauen wie Männer oder mindestens, oder? Ja, aber es wird immer noch als so eine Männersache angesehen. Ja, eben, in unseren Köpfen, aber es ist ja scheinbar gar da nicht der Fall. Und genau, einfach als Phänomen das zu betrachten, geht ja gar nicht darum, irgendwie jetzt ein Resultat, ein Resümee, einfach erstmal als Phänomen, dass das so ist, ob ihr das mitkriegt, ja, oder ob das, warum das so ist vielleicht, keine Ahnung. Ja, ich finde auch die Frage jetzt an euch, würde ich auch spannend finden, nutzt ihr das denn tatsächlich alle drei auch, diese Tutorials? Weil, also ich meine, man kann es ja zu allem Rat suchen. Ist es so in eurer Generation, dass man das auch macht? Wie haben wir überlebt ohne Tutorials? Wo haben wir Rat gesucht? Ne? Also es ist ja wirklich so eine andere Generation und ein anderes Medium der Vermittlung des Lernens von bestimmten Skills, die wir uns, weiß ich nicht, bei der Familie, bei Freunden, bei oder durchs Ausprobieren. Also ist es wirklich so, dass ihr sagen würdet, fast jeder nutzt Tutorials zu irgendeinem Zweck, zu irgendeinem Thema? Die einzigen Tutorials, die ich mir eigentlich anschaue, ist zu irgendwelchen technischen Sachen, wie auch jetzt im Filmschnitt oder irgendwie Computerprobleme oder solche Dinge, die man halt jetzt schnell lösen muss oder so. Also ich gucke mir keine Schminktipps an, weil ich mich auch selber nicht so schminke und dann brauche ich das nicht. Aber wenn ich jetzt halt so im Alltag kurz einen Tipp brauche, dann schon. Wenn ich niemanden kenne, der das mir sagen könnte. Ja, so. Ja, mir geht es eigentlich ziemlich ähnlich. Also Schminktutorials oder dass ich irgendwelche Kochtutorials oder sowas mir anschauen würde, habe ich, glaube ich, tatsächlich noch nie irgendein Tutorial angeschaut. Also bei mir ist, wenn dann auch wirklich, wenn ich halt schnell irgendwie ein Problem habe, meistens technisch irgendwas am Computer funktioniert nicht, dass ich da dann so nachschaue, wobei es auch eher selten ist. Aber ich bekomme schon von Gleichaltrigen mit, dass es auf jeden Fall zugenommen hat und glaube ich auch viele diese Informationsquelle nutzen und sich viel damit beschäftigen. Also glaube ich schon, dass es
sehr verbreitet ist. Ja. Vielleicht ist es ja auch gar nicht eure Altersgruppe, sondern einfach, wenn man damit anfängt, ne, sich vielleicht zu schminken, oder? Wie alt sind die Mädels? Zum Beispiel jetzt, ne? Wann es beginnt oder die die du gesehen hast jetzt mit diesen Beauty-Sachen, vielleicht sind die auch jünger? Ja, so zwischen 18, 25, so ungefähr in meinem Alter. Okay. Also, aber wie gesagt, es gibt ja auch immer Jüngere, die sich da schminken. Also, aber das ist so einfach aus Spaß, würde ich jetzt behaupten. Und auch, weil man sich, das ist auch sehr wichtig, man identifiziert sich mit diesen YouTubern mehr als jetzt mit irgendeiner Hollywood-Schauspielerin oder so. Mhm. Weil die sitzt irgendwo in ihrer Villa und sie ist unnahbar. Und diese YouTuber sind einfach Leute, die man auf der Straße treffen könnte. Und das heißt, also, wenn ich jemanden sehe, der mir ähnelt und das macht, dann imitiere ich das. Und das ist auch das Lustige in YouTube, die imitieren sich alle gegenseitig. In allen Formaten. Machen das alles nach. Und Tutorials, also ich gucke mir relativ selten Tutorials an, weil ich gucke YouTube und alle sozialen Netzwerke nur zur Unterhaltung. Das hat für mich Fernseher ersetzt. Und auch, ich würde behaupten, für die meisten in meinem Alter. Also Fernseher gucke ich gar nicht. Tutorials, ich finde dieses Videoformat tatsächlich sehr gut, weil es gibt Sachen, die muss man gesehen haben. Und wenn du nur liest, du musst dir das vorstellen. Und im Video geht es halt viel schneller. Und du hast alle diese Ebenen. Und das ist super. Also ich finde das echt gut. Natürlich, wie gesagt, du brauchst jetzt nicht täglich Schminktutorials zu gucken. Aber wenn man wirklich Probleme hat mit Computer oder mit Reifen wechseln, kann man sich alles auf YouTube zusammensuchen. Also und das soll nicht etwas sein für eine Generation, sondern für alle Generationen, finde ich. Ist es ja auch bestimmt. Also ich kenne, mache ich ja auch selbst. Ne? Also man tut ja heute nicht mehr, holt den Duden oder irgendwas, ne? Sondern klar, man guckt schon auf dem Phone. Ja? Also zweifelsohne ist es total hilfreich. Und ich würde sagen, jetzt gucken wir uns mal dein wundervolles Video an und haben eine Menge Spaß dabei. Danke dir. Danke. Let's just take a moment and appreciate my makeup, because it's about to get fucked. Hey guys, it's me again, Makeup Brain. Thank you so much for watching. Please subscribe if you haven't already. Today's video is all about my favorite beauty blended dupe. It's all natural, it's organic, it's green, it's silicone free, it's sulfate free, it's vegan, it's mineral oil free, it's gluten free, it's sugar free, it's GMO free. Give a warm welcome to the one and only, very squishy, so juicy, super innovative, very high tech, extra dimensional, extra soft cactus blender. Whoopi blender. The Vibe 500. This is going to be the next big thing in the beauty world, I promise you. Without further ado, let's start with this makeup demonstration. This tool is super easy. All you have to do is just blow up air in this little hole. You have to put a couple of drops of the luxurious soap on it. Just cover all your problem areas with foundation. Let me just blow this puppy up. Ooh. This feels amazing already. Oh. Ooh. Oh. Oh. Oh my god. This feels great, you guys. You gotta try it. Is this supposed to be for your face? Like, my face is sensitive. Do not freak out.
You guys, I just googled it. Everything is okay. This is normal. The cactus blender is just detoxing my skin. Let's just stay calm and finish our flawless makeup. Okay, you guys? So you guys, this is the end of this shit show. I hate the Vibe 500. I knew it would turn out amazing, but I didn't expect such great results. I was like, done. Flawless makeup. Thumbs up this video if you liked it and subscribe to my channel, Makeup Brain, for even more useful makeup tips and great makeup discoveries. See you next time, bye. So, wir machen weiter mit Daniela, die den Film Schwarz-Weiß bei uns eingereicht hat. Wie schön, es ist eine Dokumentation. Wir haben ja nicht so oft Dokumentation, also ist noch ein rares Feld. Umso schöner, dass du diesen wunderbaren Film mit der Schwarz-Weiß heißt, eingereicht hat. Aber vorweg, eigentlich solltest du ja heute gar nicht da sein. Ich meine, du hast erst abgesagt und dann hast du wieder zugesagt, nämlich weil? Eigentlich sollte ich gerade im Flugzeug sitzen nach Kenia, tatsächlich. Genau, und dein Dokumentationsfilmbeitrag geht ja auch, spielt ja auch in Kenia. Und du kannst so schön über diesen Film erzählen. Und ich bitte dich einfach mal über das, dein Projekt zu erzählen, wie das begonnen hat, was deine Motivation war, so eine Dokumentation zu machen und vielleicht auch was das Besondere, was deine Erlebnisse waren in dieser Zeit in Nairobi. Okay, fange ich da an. also angefangen hat es so, dass ich letztes Jahr ein Praktikum gemacht habe in Kenia, Nairobi, in einem Media Center in einem Slum. Und da habe ich, ich hatte schon die Idee davor, dass ich auch meine Kamera mitnehme und einfach filme während der Zeit und hatte auch die Idee, da einen Dokumentarfilm zu machen oder was kurz Dokumentarisches zu machen. Wusste aber jetzt noch nicht genau, in welchen Themenbereich das gehen soll. Hatte so ein bisschen die Idee, auch das Thema Freiwilligendienst aufzugreifen, aber war da jetzt noch nicht so konkret mit einem Plan da. Und ja, habe mich da ein bisschen so treiben lassen und habe verschiedene Projekte mitgemacht und hatte halt so die Freiheit, auch ein bisschen einfach jeden Tag mir selber zu gestalten und interessante Leute kennenzulernen und sie zu begleiten. Und hatte da halt ja auch die Möglichkeit, eben mit meiner Kamera auch als Beobachter einfach unterwegs zu sein und jetzt nicht mit einem konkreten, weiß ich nicht, so mit einem konkreten Ziel, was ich jetzt erreichen wollte, sondern einfach offen zu sein, was so ja, mir vor die Linse kommt. Und ja, dann hatte ich auch von dem Mentorenprogramm gehört, von Girls Go Movie, und habe mich da beworben und hatte dadurch dann auch die Möglichkeit, mit meiner Fülle an Material, mit dem ich dann nach Hause gekommen bin, eine Dokumentation so zusammenzustellen, sozusagen. Mhm. Das war ja deine erste Reise nach Afrika eigentlich, oder warst du schon an anderen Stellen? Das weiß also, ich jetzt nicht. Also, das richtige Afrika. Also, wenn ich halt schon gefragt wurde, also ich war schon auf dem Kontinent, aber Marokko zählt ja nicht wirklich dazu. Also von dort gesehen. Ja. Nee, also genau, es war meine erste Reise nach Kenia. Genau, und glaubst du, dass es gut war, dass du nicht mit einem Ziel dahin gefahren bist, sondern dass du einfach gesagt hast, guck, was entsteht? Weil ich erstmal dieses Land diese Stadt auch empfinden muss, die Menschen? Also was meine Erfahrung angeht, also grundsätzlich, war es auf jeden Fall gut, weil ich war auch erstmal komplett überfordert am Anfang mit irgendwie, also man redet ja immer so von dem Kulturschock und den hatte ich schon irgendwie, wenn man das so sagen kann, auch wenn das so negativ klingt, aber das hat auch sehr viel damit zu tun, dass man einfach sehr viele neue Eindrücke einfach am Anfang hat und die erstmal verarbeiten muss oder
also für mich war das jetzt nichts Negatives in dem Sinn, aber hat schon ja, mir auch die Offenheit gegeben, dann eben mich auf meinen Film so anders einzulassen. Im Nachhinein war es ein bisschen schwierig, was das Film jetzt, also was das Filmische jetzt angeht an sich, weil ich ja schon danach dann, als ich mich dann auf Einzelprotagonisten eben fokussiert habe, dann schon so manche Sachen mir vielleicht gefehlt haben, wo ich vielleicht die Kamera einfach nicht angemacht habe oder wo ich halt das Ziel vom Filmischen sozusagen vorher nicht hatte. Aber ja, ich gehe jetzt wieder hin und das wusste ich irgendwie währenddessen auch schon und deswegen habe ich das so einfach so genommen, wie es war. Du gehst wieder hin und machst du weiter an dem Projekt oder was ist jetzt dein Vorhaben? Also konkret wurde ich gerade von dem Media Center, was aufgebaut wurde von einer schwedischen Organisation, ich habe mich gefragt, ob ich auch in dem gleichen Media Center nochmal ein Filmprojekt mitbegleiten möchte. Und das ist also eins der konkreten Gründe, warum ich hingehe. Aber ich will auch trotzdem weiter filmen und in meinem Thema, was ich jetzt hatte, auch zum Thema Freiwilligendienst vielleicht nochmal genau, intensiver oder zielgerichteter auch hinzugehen. Genau. Mhm. Das heißt also, du warst dort und hast einfach mal gefilmt, aber noch ohne genau zu wissen, was dann am Ende dabei rauskommt. Ja, genau. Und wie viele 100 Stunden Film sind dann dabei raus? Also ich meine, du kommst ja dann zurück. Mit wie lange warst du da? Ich war insgesamt 4 Monate. Okay. Und ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, aber es gab schon Tage, wo ich eine halbe Stunde aufgenommen habe und so insgesamt, weiß ich nicht wie viel, 100 Gigabyte ich am Ende hatte. Also meine Festplatte war ziemlich voll. Genau. Aber ja, das hat irgendwie, ja, wie gesagt, mir auch die Möglichkeit gegeben, das jetzt nicht durch irgendwie so Scheuklappen irgendwie anzugucken und sagen, ach, das brauche ich ja gar nicht, das ist mir egal, sondern einfach, ja, ich habe einfach gesammelt oder ich bin einfach, habe irgendwie versucht, meine Eindrücke auch irgendwie aufzufangen und irgendwie Bilder zu finden, die das vielleicht widerspiegeln, was ich auch empfunden habe. Mhm. Mir ist es auch sehr schwer gefallen, in der Zeit irgendwie Kontakt nach Hause zu halten, weil ich halt irgendwie so 100% vor Ort war und da habe ich dann auch manchmal einen Rüffel bekommen von daheim. Mhm. Aber ja, ich hatte halt dann irgendwie auch währenddessen so die Idee oder auch den Wunsch, meine Eindrücke irgendwie mitzunehmen und irgendwie zu Hause zu zeigen, was der Grund war, warum ich mich nicht gemeldet habe, weil ich halt voll in der Welt drin war. In der Welt, das klingt auch so dumm, aber halt vor Ort. Ja, irgendwie das bisschen Gespür, das Gespür, also dass ich quasi das Gefühl ein bisschen mitgebracht habe irgendwie. Und das war auch sehr interessant, als ich meinen Film dann das erste Mal gezeigt habe, auch gerade meine Familie, meinen Freunden, haben die auch erstmal verstanden, so haben die erstmal auch Bilder gesehen, so, weil ich auch kaum was jetzt so viele Fotos dann online gestellt habe, habe ich halt nicht gemacht und das waren so die ersten Eindrücke, die sie dann bekommen haben und ja, weil mir halt irgendwie die Worte gefehlt haben manchmal und das waren, ich konnte nicht sagen, die Sonne scheint, das Essen schmeckt lecker, es hat halt irgendwie nicht gereicht und deswegen hat mir der Film halt irgendwie die Möglichkeit gegeben, auch so mich da ja, erzählerisch einfach auch anders mir eine andere Plattform zu geben. So ein bisschen. Wenn ich zusammenfassen darf, was bei mir so quasi als Essenz rausgekommen ist, dann ist es der eine Satz, vor allem kommt nicht, um uns zu retten. Also kommt erstmal hierher und verurteilt uns nicht, was wir hier machen und kommt nicht mit diesem erzieherischen, wir zeigen euch jetzt mal, wie hier die Welt funktioniert und was ihr alles machen müsst, damit ihr fortschrittlich werdet oder so. War das was dich von Anfang an, also war das von Anfang an klar, dass es der Grundtenor des Films werden soll oder hat sich das dann auch erst so über das Sichten und über die Zeit herauskristallisiert? Nee, das war schon von vornherein meine Idee oder so mein Ziel. Also ich sehe das schon kritisch, also ich verurteile es nicht, ich sage es nicht gerne grundsätzlich schlecht, aber ich habe auch sehr viel mit dem Thema einfach schon zu tun gehabt und immer noch. Also ich arbeite zum Beispiel auch in einer Austauschorganisation, wie wir viel mit jungen, vielen Mädels zu tun haben, die eben ins Ausland gehen. Und wir haben halt ganz viel damit zu tun, die eben vorher auch so ein bisschen darauf vorzubereiten, was kommt. Und auch, dass wir zum Beispiel auch von der Organisation sehr viel Wert darauf legen, dass es eben dass dieser Lernprozess ist und dieses Austauschen gegenseitig und nicht dieses
ich habe jetzt Abi gemacht und weiß jetzt genau, wie Englisch geht und bringe jetzt irgendwelchen Kindern in Indien Englisch bei irgendwie. Also, dass das halt irgendwie ja, eben auf so einer gegenseitigen Austausch passiert. Und von daher war das schon so ein bisschen meine Grundidee, das eben kritisch auch zu beleuchten. Und ich hatte eben die eine der Hauptprotagonistinnen, die Kira, das ist auch eine Freundin von mir, die ich da eben kennengelernt habe. Und die hat auch sehr viele Dinge ähnlich gesehen und erfahren, so wie ich sie auch gesehen habe. Und deswegen habe ich das irgendwie passend gefunden, dass sie da auch diese Geschichte erzählt, so auch von meiner Seite. Und kannst du zusammenfassen, gibt es so eine Sache oder zwei Sachen, also wo du sagst, das habe ich gelernt, also das haben mich die Menschen oder hat mich die Kultur, hat mich das Land gelehrt? Und da komme ich dann, also ne, weil ja quasi dieser Anspruch, ich gehe dahin, um was beizubringen, aber ich komme zurück und was wurde mir denn beigebracht, was nehme ich denn mit? Also eine ganz, ganz starke Sache ist einfach mal machen. Das habe ich da ganz stark gemerkt, also oder gelernt oder halt auch mitgenommen. Das ist auch ein bisschen so der Hauptgrund, warum der Film so auch dann im Endeffekt entstanden ist, weil irgendwie, ich bin halt eher von der Person her, ich überlege sehr lang, ich plane sehr lang und alles muss irgendwie voll klar sein, bevor ich irgendwas anfange. Ich habe ewig lange überlegt, welche Kamera ich mir jetzt kaufe und habe sie dann im Endeffekt dann ewig später. Also irgendwie lange Prozesse und man muss alles so geplant haben. Das ist vielleicht auch so was Deutsches, was wir so haben irgendwie. Alles muss so perfekt im Vorfeld sicher sein. Und die machen halt einfach, also ich sag jetzt mal einfach die, ein bisschen plakativ, aber gerade die Leute, die ich einfach kennengelernt habe, die stellen sich dann da halt hin und machen halt einfach mal. Also einfach mal machen. Das ist echt was, was ich voll mitgenommen habe und wo ich dann auch total inspirierend einfach fand, weil ich so viele Leute kennengelernt habe, die unterschiedlichsten Dinge einfach mal gemacht haben und wie tolle Projekte und tolle Aktionen einfach dabei rausgekommen sind. Und ich nur daneben stehe und denke so, wow, krass, was da für eine Energie dahinter steckt und irgendwie die sich einfach von den einfachen Sachen nicht abhalten lassen, wie dass einfach kein Geld dafür da ist. Ist egal, dann machen wir es irgendwie anders oder ja. Und das hat mich sehr beeindruckt und inspiriert. Und das ist eine Sache, ich habe viele Sachen mitgenommen. Also ich habe sehr viel auch darüber gelernt, zum Beispiel, wie man sich einfach fühlt an einem Ort, an dem man sich nie 100% anpassen kann. Ich werde halt nicht schwarz beispielsweise, also, das ist halt einfach eine Sache, die ist so. Und auch gerade, weil wir eben hier jetzt in Europa sehr stark dieses Thema haben, Integration und die sollen herkommen und sich gefälligst integrieren, der Begriff ist für mich was ganz, ganz Neues geworden, einfach gefühlt. Also man lernt viel darüber, man liest darüber viel und man urteilt auch viel, aber das Gefühl, also das selber zu fühlen, ist noch was anderes. Also, dass ich die ganze Zeit versucht habe, mich irgendwie an den Ort anzupassen, mich morgens manchmal dreimal umgezogen habe, weil ich irgendwie versucht habe, mich anzupassen, wo ich dann irgendwann realisiert habe, es ist total egal, weil die gucken mich auch so an. Also, das war, ja. Und auch dieses, klar bin ich dann mit der Zeit auch sehr, sehr in starken Kontakt gekommen, also auch in persönlichen Kontakt. Ich war dann irgendwann nicht mehr die Weiße, sondern halt Dani irgendwie. Die kannten mich dann und das waren dann meine Freunde und ich konnte sie auch so nennen. Und trotzdem konnte man immer wieder an diesen Punkt, wo man dann merkt, okay, ich komme nicht von hier. Ich habe halt irgendwie doch meinen Kopf, der dann manchmal doch sagt, hey, warum sind wir jetzt nicht pünktlich? Oder so. Also das sind so einfache Kleinigkeiten, die halt, wo ich auch, also ich sag mal so, jetzt auch, wenn ich wieder hingehe, jetzt ist ein knappes Jahr später, ist mir schon auch bewusst, dass diese Dinge wieder auf mich zukommen, wo ich mich wieder von vorne wieder anpassen muss, weil jetzt war ich wieder ein Jahr hier, habe hier gearbeitet, musste hier pünktlich sein, musste hier Punkt, Punkt, Punkt. Also irgendwie habe ich, glaube ich, auch wieder so dieses deute Denken, wenn man das so nach Stein gerutscht. Oder habe mich wieder anpassen müssen, als ich hier wieder herkam. Und das ist mir jetzt schon auch bewusst, dass das wieder auf mich zukommt, das wieder
nicht da reinzubegeben. Und kann ja aber vielleicht ganz reinigend sein, ne? Also so, die Erfahrungen habe ich tatsächlich auf Reisen auch gemacht. Also so dieses, die Erwartungen, die wir so haben an so eine Geordnetheit, Strukturiertheit und dass es jetzt so sein muss, wie ich das gerne hätte, dass es oft nicht funktioniert, aber dass es sehr heilsam sein kann. Nämlich, also wenn man genau wie du sagst, deshalb finde ich es sehr schön, die machen einfach und es funktioniert ja trotzdem. Und wir haben immer so den Oberlehrer im Gepäck zu sagen, aber du, es funktioniert zwar jetzt so, wie du das einfach machst, aber wenn du es jetzt so machen würdest, dann wäre es perfekt. Ja. Ne? Also ist ja vielleicht auch ganz heilsam, da immer wieder so runtergelevelt zu werden. Und ja, also das war gerade die Pünktlichkeit ist halt am Anfang so ein Punkt gewesen, wo ich eigentlich, also ich bin auch sehr unpünktlich gewesen vorher. Also wenn ich meine Freunde frage, dann sind die sich ja dort nicht mehr aufgefallen. Ja, genau. ja, ich habe mich da so angepasst, dass irgendwann ich sogar später kam als die, also wo dann Leute auf mich warten mussten. Aber ja, für wie lange gehst du jetzt nochmal? Also ich gehe jetzt erst für 2 Monate, komme dann nochmal kurz her und gehe nochmal hin. Und das weiß ich noch nicht genau. Okay. Mal gucken. Spannend. Ja. Na gut, dann vielleicht kriegen wir dann jetzt nochmal einen Film für unser nächstes Festival oder ja. Weißt du noch nicht? Mal gucken. Okay. Man weiß ja nicht mit dem Timing und so. Genau. Aber ja. Eine Fortsetzung, ja. Nochmal ein anderer Blick. Ne? Gut möglich, ja. So, genau. Also, wir sind gespannt. Und dann leiten wir jetzt auch über zu deinem wunderschönen Film. Da wird es auch jetzt ganz schön warm. Ne? Das können wir gut gebrauchen hier. Und wir freuen uns jetzt auf deinen Film Schwarz-Weiß. Okay, can you at first explain very short the game and then you can go out. Okay? Explain. Everybody knows? And you can do that without the numbers when you don't need them anymore. We can clean the blackboard. Yeah? 46. Yes. Erleichtert hat mich, dass mir der Zugang zu den Kindern, dass mir das nicht schwer gefallen ist, dass man auch trotz einigen Sprachbarrieren ganz einfach mit vielen Zeichen auch irgendwie eine Beziehung aufbauen kann. Dass sie aber auch fordernd und in Anführungsstrichen dreist sein können, dadurch, dass sie einfach auf alles angewiesen sind, was irgendwie kommt. Ich habe auf jeden Fall in meinem Umfeld vor meiner Abreise auch kritisches Feedback bekommen, dass man mir gesagt hat, dass es auch Arbeit in Deutschland gäbe, dass es genug arme Menschen in Deutschland gibt, denen geholfen werden muss und dass ich dafür nicht nach Afrika fliegen muss, dass ich dafür nicht nach Kenia kommen muss.
Mein Ziel war einfach, meine Erfahrung in dem Feld mit der Arbeit mit Straßenkindern zu machen. Und dafür war es mir definitiv wert, auch Geld zu investieren. You wear a Malone dress. You say my dress is Malone. No, what are the This wild? Is totally good to them, like that is Monica's plan. I didn't actually read about it in the textbooks. I didn't see it on TV. I actually lived it. I come from this kind of background. Like, I've gone through all these challenges of poverty. I want to be part of that group that is trying to bring about change, to find solutions. I don't want to go back there. I don't want my children to go through these challenges of poverty. Everything is the compost, but the one that we put is the organic waste from the house. And then after that, we put in some paper for cellulose, and then some soil. One of my friends told me he actually wants to run away as fast and as far away from poverty as he can. It was very heartbreaking when he told me this, because I knew we can do so much with him. But then, looking at it, I actually understand him. But then also, it becomes also a source of inspiration for us to come together, to join hands and try to find solutions to these challenges that we're facing. So I tried to rescue them from dump site, to fight drug and to fight crime. You have to be strong when you are youth. When it doesn't have pressure, no one likes that ball. So working with people who grown up or who are still in these communities, but they have their hope and their passion and the will to see some change in their own community. So we partner with these people to try and change those communities from the inside out. Number one, ilikuwa? Very wrong. Number two? Insecurity. Number three? Drug abuse. Child up. Myself, I joined in coach. When I turned 18, that's when my journey with working with the community began. I met Peter and Kizito in particular. We were trying to do something with the kids and have something to do with mentorship and guiding the kids. Just paying school fees is not enough. We use mentorship to guide the kids and also to make them feel that they are also worth it. At the same time, we helped the kid identify the different challenges in coach, and through that, to like help them cope with those challenges and make a difference. You will not see the results immediately, but you can feel it. It's growing inside these children. And you can be sure when they become of age, they will not be the same as those children who probably didn't go through mentorship. We get a lot of inspiration from children who actually gain a lot out of this process. We've seen children gaining a lot of confidence to stand up and speak out.
some of them even starting to do well in school. We've seen some of them becoming even more responsible, and slowly even some of them becoming role models to their own peers. I want to be a professional psychologist. One of the reasons why I chose that career, okay, I didn't choose it on the basis of money because it's not really paying, but I chose it because I wanted to help someone. I'd say myself, I'm where I am because there are people who believed in me and there are people who guided me through this. And this is the person I am. I'd also be glad if I do the same with just one child. Ich habe mir selber die Frage gestellt, ob das Volunteer-Business an sich, ob es Sinn macht, für so eine kurze Zeit anzufangen, in die Beziehungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen zu gehen. Aber dass es eben besser ist, irgendwie klein anzufangen. Und wenn man nur den Tag von 10 Jungs versüßt hat und schön zusammen gelacht hat, dann kann man schon mit einem Erfolg nach Hause gehen. Und das sollte man auch einfach so akzeptieren, ohne dass sich das ganze System verändert hätte. So for us, that has been very inspiring to have people that can understand us and that actually have been here. I want to see those kids being something different from what I do. I want to see them being thieves, doing prostitution, stripping. I just want them to grow. Jomi D, Tende, BMP, yes, you may come ten again. Jetzt kommen wir zu unserer Schlussrunde und da hätten wir einfach noch ein paar Fragen an euch alle. Meine Frage wäre, wie auch schon bei der jüngeren Kategorie, findet ihr das wichtig, dass man für einen Film zu machen eine persönliche Motivation hat, also so, dass man sagt, ich habe ein Thema, das finde ich schwierig in der Welt. Das ist, ich möchte das anders machen. Oder ich habe Wut auf irgendwas. Oder ich bin traurig. Oder ich freue mich. Oder ich will auch was Witziges machen. Aber dass es so eine eigene Motivation dazu nötig ist, oder findet ihr das eher, sagt, nö, man kann einfach auch ein Thema nehmen, was jetzt vielleicht gerade gesellschaftlich aktuell wäre? Also ich finde schon sehr wichtig. Also ich habe auch so viel Schnittarbeit gemacht im Bereich, der mich überhaupt nicht interessiert hat, beispielsweise. Und da habe ich auch gemerkt, es ist schon auch cool, was Filmisches zu machen. Aber wenn es halt darum geht, über einen langen Zeitraum irgendwo durchzuhalten und einen langen Prozess von dem Film irgendwie auch auszuhalten, dann muss man sich schon sehr für das Thema interessieren. Also muss auch irgendwo, ja, keine Ahnung, diese Energie dahinter stecken, dass man das eben dann auch zu Ende führt. Mhm. Und man macht ja auch den Film, um was sagen zu wollen. Und wenn man das über ein Thema macht, was halt aktuell ist, aber es einen jetzt nicht so persönlich interessiert, dann ja, kommt das schon auch, glaube ich, auch zum Ausdruck. Mhm. Ja, ich glaube auch, ein Film kann eigentlich nur wirklich entstehen, wenn es ein Thema ist, das einen irgendwie sehr beschäftigt, das man faszinierend oder spannend findet. Ich glaube, wenn man da gar keine wirklich persönliche Verbindung und kein da ist, dann gibt es auch keinen inneren Antrieb und
ich glaube, dann kann sowas gar nicht im Anfang entstehen. Weil man noch Bilder dafür braucht, wie Gefühle oder ja, so. Ja, ich glaube, der Film muss Themen. Ja irgendwo herkommen. Mhm. Das ist ja was, was sich entwickelt. Und es braucht eine Person, aus der sich das rausentwickelt. Sonst kann es aus nichts irgendwie nicht entstehen. So. Also es braucht irgendwie, es kommt eigentlich aus dem Nichts. Ne? Man hat ja nichts, wenn man irgendwie anfängt. Also man hat nur sich und seine Gedanken oder genau, seine Gefühle. Genau, es braucht da diesen Gedanken oder dieses Gefühl, irgendwas, was einen eben beschäftigt, um damit anzufangen. Oder? Ja. Bei dir war es jetzt auch so die Motivation im Studium. Ne? Ihr solltet ein Statement, aber völlig frei, hast du gesagt. Ne? Ja, das war, also ich habe die Filme gemacht, als ich noch studiert habe. Kommunikationsdesign, und da hatten wir ein Fach, wo wir uns austoben durften. Und genau deswegen hab ich diesen Kurs auch belegt, weil ich hatte was zu melden. Und ich denke, wenn man wirklich dabei ist mit voller Herzblut, dann wird es auch richtig, richtig gut. Man kann natürlich auch ohne persönliche Motivation auch irgendwas machen, aber es wird nur irgendwas. Deswegen, also wenn es geht, immer voll dabei sein und dann wird es auch richtig gut, finde ich. Braucht sozusagen Herzblut. Ja, also diese emotionale Verbindung muss schon stimmen, finde ich. Was ist denn für euch so das Spezifische am Film? Also Film als Ausdrucksmedium, man könnte auch eine Geschichte schreiben oder ein Hörbuch aufnehmen oder also was ist so, warum das Medium Film, was ist der Reiz für euch am Film? Ich finde, Film vereint einfach sehr viel. Man hat die Bilder, man hat ja auch Text, man hat auch Musik. Es sind einfach ganz viele unterschiedliche emotionale Ebenen, die dann zusammenwirken. Und gerade das finde ich da so spannend, dass man ja, man kann Themen kommunizieren beim Film nur über die Bildsprache. Man kann natürlich auch über Text viel kommunizieren oder über die Musik. Man hat einfach, finde ich, beim Film so mit die meisten Möglichkeiten. Ja. Also ich finde, bei Filmen ist es halt so, ich erlebe die Welt durch meine Augen. Ich kann sehen, ich kann hören. Und wenn ich jetzt ein Buch lese, ich kann mir das alles vorstellen, aber beim Film ist es viel stärker, weil es zeigt die Welt so, wie wir sie erleben oder wenigstens so, wie wir sie uns vorstellen. Aber wenn es jetzt ein Fantasy-Film ist oder etwas nicht Reales, das finde ich das Stärkste am Film. Weil es am subjektivsten erscheint. Ja, und manchmal fühlst du dich halt wirklich mittendrin. Weil da passiert auch so viel auf einmal und im Buch ist es immer so linear, finde ich. Und im Film ist es viel, es lebt viel mehr. Ja, für mich ist es irgendwie auch, wenn ich an meine eigenen, sag ich mal, Medienerfahrungen denke, ich habe zwar früher auch schon viel gelesen und konnte mich da auch immer auf die geschriebene Welten quasi einlassen, aber Film hatte für mich doch irgendwie nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Irgendwie sich einfach auf diese Bilder, die man bekommt, sich einzulassen und irgendwie auf diese Welt. Und ich bin halt nicht gut im Geschichten schreiben, sag ich mal. Ich beobachte gerne und gebe dieses Bild gerne wieder. Und ich weiß schon, dass man, auch wenn ich jetzt was auch so gerne dokumentarisch arbeite und diese Bilder einfangen, ist mir schon auch klar, dass das nie eins zu eins das wiedergeben wird, was ich in dem Moment ja gefühlt habe. Aber weil es ja trotzdem irgendwie so ein Rahmen ist und alles drumherum kriegt man ja trotzdem nicht mit, auch als Zuschauer, auch wenn man den Ton hat. Aber ja, ich finde das trotzdem, für mich irgendwie habe ich das als Erzählmedium einfach irgendwie so entdeckt, dass mir das am besten gelingt irgendwie. Mhm. Na Gott sei Dank habt ihr das entdeckt, die drei. Vielleicht ist noch eine letzte Frage an euch. Ihr wart ja alle drei letztes Jahr, wir reden ja vom 2018, auf dem Festival.
Wie habt ihr das empfunden? Weil ich meine, wir sind jetzt jedes Jahr da und so, wir haben nicht mehr den Abstand. Gibt es irgendwelche Dinge, die euch besonders gut gefallen haben, wie ihr das so atmosphärisch erlebt habt? Oder vielleicht hat euch auch was gefehlt? Oder, ja, und tatsächlich auch die Frage, weil, na klar, wir machen das, weil wir davon überzeugt sind, aber haltet ihr es für wichtig, dass es ein Kurzfilmfestival für Frauen, für Mädchen und Frauen gibt? Also das mal so als Gesamte. Ja, also wie auch vorhin schon die ganze Zeit gesagt wurde, wenn man halt dann seinen Film nicht nur auf seinem Computer die ganze Zeit sieht, sondern irgendwie gemeinsam mit, ich bin schlecht im Schätzen, aber 100 Leuten im Kinosaal anguckt, ist das nochmal eine ganz andere Wirkung, auch auf einen selber. Und also zum einen das und zum anderen halt auch diesen der Raum von dem Festival, den man, also den ich jetzt auch von der Arbeit kenne, den man halt im professionellen Bereich hat, finde ich irgendwie schön, dass das der Rahmen einfach so gesteckt ist. Und auch, was ich ja auch besonders schön fand, dass man im Nachhinein im Filmtalk auch die Möglichkeit hatte, nochmal über seinen Film zu reden oder vielleicht auch nochmal Dinge, wenn man gemerkt hat, Dinge sind vielleicht nicht 100% so angekommen, wie man sie jetzt gedacht hatte, oder man hat ja immer noch irgendwie 1000 Millionen andere Gedanken dabei gehabt, was man jetzt getan hat, so dass man da noch irgendwie darüber erzählen konnte, fand ich voll schön. Ja, eine schöne Möglichkeit. Ja, also ich fand auch vor allem mit den Filmtalks nochmal, das hatte so was Besonderes und man konnte nochmal mehr verstehen, was hinter den Filmen steht und hat noch mehr Einblicke bekommen. Und das fand ich sehr toll, dass es sowas gibt und dass man da einfach noch mal ein bisschen mehr mitbekommt, auch was hinter dem steht, was man jetzt gerade gesehen hat. Und ja, und ich finde es auch gut, dass es für Mädchen ist, für Frauen, weil doch die Filmbranche eher sehr männerdominiert ist. Und gerade so, was Regie angeht oder so, ist es doch manchmal schwer, sich als Frau durchzusetzen. Oder wenn man sich die Regisseure anguckt, sind da doch sehr viele Männer und von dem her finde ich das gut, dass da Frauen noch mal besonders gefördert werden. Vielen Dank. Ja, ich fand es auch richtig Hammer. Vor allem die, also ich habe mir nur meine Alterskategorie angeschaut, aber ich fand, wenn ich jetzt in der Jury wäre, dann wüsste ich auch nicht, wer gewinnt, weil es gab so richtig viele und sehr unterschiedliche Filme und Formate und ich fand das echt interessant, vor allem auf einer riesen Leinwand zu sehen und meinen eigenen Film, das war krass. Ich finde, wie du gesagt hast, es gibt viel zu wenige Frauen im Film und es ist auch, also es muss sich ändern, weil alles, wir gucken alle sehr viele Filme und Serien und wenn die alle immer durch die Männerperspektive gezeigt oder überwiegend durch ihre Perspektive, dann formt das auch so ein bisschen unser Weltbild. So ein bisschen ist Untertreibung, aber es wäre gut, wenn da mehr Frauen hinter der Kamera stehen. Mehr weibliche Blicke auf unsere Welt. Ja, genau. Und das nehme ich direkt auf in meinen Mund und gebe es wieder weiter. Wir haben das Jahr 2019 und 15 Jahre Girls Go Movie, ein Jubiläum dieses Jahr. Und das finden wir toll, dank eurer wunderbaren Beiträge, die wir jedes Jahr auch kriegen. Jetzt bedanke ich mich erstmal für alle, die heute hier waren, extra nach Mannheim gekommen sind, aus Stuttgart, aus Aalen, aus Lingenfeld. Ja, also schon weiter angereist und wir haben hier einen schönen Abend gehabt im Port. Und jetzt gebe ich noch ein paar Daten durch. Wir beginnen am 1. April 2019 mit unseren Filmcoachings. Da können alle Interessierte sich anmelden über unsere Homepage www.girls.movie.de. Das ist möglich bis zum 31.07. Dort unterstützen wir euch beim Filmemachen. Am 4.04. ist unser Jubiläumstag sozusagen. Wir schauen ein Filmspecial im Cinemax-Kino um 18 Uhr. Wir haben Filme ausgewählt von 2004 bis 2018. Das ist wirklich sehr lohnend, weil man sieht auch eine sehr große Entwicklung in diesen 15 Jahren. Also 4.04. vormerken und am 9.09. ist die Deadline für die Filmabgabe.
Und am 16. und 17. November findet unser zweitägiges Kurzfilmfestival 2019 statt. Wir bedanken uns auch an die Crew vom offenen Kanal. Danke, Jungs. Jetzt sind es heute nur Jungs, letztes Mal waren es nur Mädels, aber ich habe es super gemacht. Es war bestimmt auch sehr informativ. Danke an, an die Regie da hinten, Björn und Nadine. Katrin, danke. Wir feiern 15-Jähriges dieses Jahr und sind stolz und laden euch alle ein.